mit den Damen. Ich fass es nicht. Sprayer, los. Durch radikale Unterdrückungsmaßnahmen können illegale Schmierereien vermieden werden. In Sachsen-Anhalt beispielsweise beträgt der jährliche Schaden durch Graffiti rund 5 Millionen Euro. Wunderbar. So, jetzt gucken wir uns das mal genau an. So. Was heißt denn das, was du da hingesprüht hast? Ich meine, die Scheiße kann, ich meine, wenn du schon irgendeinen Mist an die Wand sprühst, dann, ich meine, das kann doch kein Mensch lesen. Lies es mir mal vor. FC Bayern, das Drecksteam aus München. Naja, gut. Also, ich meine, der Spruch stimmt. Aber ich meine, so kann das doch kein Mensch lesen. Und vor allen Dingen, orthografisch ist das nicht korrekt. Das stimmt. Jetzt weißt du nicht, was orthografisch ist. Das weiß ich, sonst würdest du sowas überhaupt nicht dahin sprühen. Rechtschreibung, ne? Das hat mit der Hand nichts zu tun. Ob du mit links oder rechts sprühst, ist mir egal. Aber das, ja, das ist doch, das geht doch gar nicht. Das muss nur mit einem S. Ne? Warum? Weiß ich nicht. Das Brot, das Haus, das Drecksteam. Okay. Ne? Deswegen muss das nur mit einem S geschrieben werden. Also pass mal auf hier. Nimm mal Farbe, mach mal da erstmal schon mal das S einmal durchsprühen. Nur damit du es jetzt begreifst. Mach das mal, mach mal ein Kreuz da durch. Ne, aber kein Hakenkreuz, ein einfaches. So. Pass mal auf, damit du gleich mal lernst, dass sowas nicht geht. Ne? Mhm. Eine alte Unterhose und ein bisschen Terpentinersatz. Und dann machst du das sauber. Ja, los jetzt. Die Graffiti müssen sofort entfernt werden, denn allein hierdurch wird eine weitgehende Demotivation des Täters erzielt. Gib dir mal Mühe. Ne? Wenn dir langweilig wird, kannst du zwischendurch mal einen Hieb nehmen aus der Dose, mal richtig schnüffeln. Machen die Straßenkinder in Brasilien auch. Wieder einmal haben Klaus und Joachim der öffentlichen Hand einen Millionenschaden erspart.